Es wird Sie im Übrigen sicher interessieren, was zu diesem deutschen Erfolg die Yorkshire Post schrieb. Wir haben uns zurückgezogen, ohne einen einzigen Mann zu verlieren, und haben damit eine Tat vollbracht, die in den Annalen der Kriegsgeschichte als eine der größten ihrer Art fortleben wird. Wie sah dieser Rückzug aber wirklich aus? Am 3. Mai zersprengt die deutsche Luftwaffe bei Namsos englische Seestreitkräfte. Der Einsatz der deutschen Luftwaffe durch Bombenabwürfe auf Kriegsschiffe während des Feldzuges in Norwegen ist ein Wendepunkt in der ganzen Seekriegsgeschichte. Das Küstenvorfeld wird durch die Luftwaffe um viele hundert Kilometer erweitert. Die überlegene englische Flotte gelangt nur zögernd zum Einsatz.